Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen super krassen Adventskalender für dich, denn der war echt teuer. Und zwar ist das der By Terry Twinkle Glow Adventskalender. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Diesen Adventskalender habe ich bei Lookfantastic bestellt, dort dürfte er aber mittlerweile ausverkauft sein. Heute ist der 15.11. und wir haben es 17.02 Uhr. Ich habe eben nochmal nachgeschaut, den gibt es auch auf einer Parfümerie-Homepage zu kaufen. Verlinke ich dir unten in der Infobox. 175 Euro kostet das Schätzelein nämlich. Also deswegen war ich auch sehr beeindruckt davon, dass er so schnell ausverkauft war. Auch bei Flaconi. Ich guck mal, manchmal kommen die ja wieder rein, Restock-mäßig und so. Dann verlinke ich dir den auch unten in der Infobox. Ja, er ist schon schön, ne? Er ist wirklich schön. Rot und Gold, das sind ja voll die Weihnachtsfarben. Schade, Kläppchen-Adventskalender. Und für 175 Euro, so eine Qualität, Entschuldigung, das finde ich ganz schön traurig, wie es hier aussieht. Aber gut, wichtig ist, was drin ist, oder? Die Kläppchen sehen schon sehr, sehr leicht zu öffnen aus. Und oben öffnet sich das ganze Kram auch schon so ein bisschen. Da muss man aufpassen. Das finde ich ein bisschen schade bei 175 Euro. Ich sage es jetzt immer wieder, Leute. Aber bei Terry ist eine sehr, sehr hochpreisige Marke. Mag ich auch sehr gerne. Und ich bin sehr gespannt, was hier drin ist. Und ja, es gibt in diesem Video auch was zu gewinnen. Aus dem Adventskalender werden 5 Produkte verlost. Was das sein wird, weiß ich nicht, weil ich noch nicht weiß, was drin ist. Die Teilnahmebedingungen stehen unten in der Infobox. Schau da gerne mal rein. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mal mit der Nummer 1. Ja, Kläppchen-Adventskalender läuft bei ihm. Also das hätte ich echt nicht erwartet, ne? Bei so einem teuren Ding. Aber gut, wir haben hier wohl ein Full-Size-Lippenprodukt drin. Denn das ist echt groß. Okay, was ist das? Lip Expert Matte. Okay, der sieht sehr, sehr schön aus. Ein schöner Rosenholzton, der mir sehr gut gefällt tatsächlich. Ja. Die Nummer 2 Vintage Nude ist das. 4 Milliliter sind hier enthalten. Ich bin ja kein Fan von matten Produkten. Ich trage heute hier den hier da auf meinen Lippen von Lime Crime, um den zu testen. Merke aber die ganze Zeit, wie er einfach sich schon löst. Ne, finde ich ganz gruselig. Also ich mag nicht so gerne Liquid Lipsticks. Ich hoffe, hier sind noch andere schöne Lippenprodukte drin, weil der hier wird wohl weiter wandern. Ich denke, dass das hier sogar ein Liquid Lipstick sein wird. Ja, ich drehe den. Also ich mache den jetzt nicht ganz auf. Ich habe nur geguckt. Ne, das ist jetzt so ein Schwämmchen-Applikator scheinbar auch da drin. Ja. Matt ist nicht meine Welt. So, dann gucken wir mal hier in die Nummer 2. Das ist jetzt alles sehr, sehr plastikmäßig, ne? Das hier ist wohl auch ein Lippenprodukt. Baume de Rose. Le Soin Lèvres mit 2,3 Gramm. Ich weiß jetzt nicht genau, was das sein wird. Ich denke, das ist dann so ein Lippenpflegekram oder irgendwas für die Lippen für drüber machen. Also, das riecht nach Rose. Sehr, sehr angenehm. Oh, hier habe ich noch einen Swatch vom letzten Adventskalender-Unboxing. Ja, das ist einfach ein klares Produkt. Das wird wohl so ein Lippenpflegeprodukt sein, ne? Sieht man jetzt auch ungefähr gar nicht. Aber dieses Füßchen ist auch so leicht abgeschrägt, geht so tropfenförmig nach vorne zusammen. Das finde ich schön. Sowas könnte ich gerade sehr gut auf meinen Lippen gebrauchen, denn sie sind furztrocken. Hier ist die Nummer 3. Brightening CC Serum. CC ist ja Color Correcting. Okay. Das ist ein Base. reden kann sie auch nicht mehr. Glowing Base 7 Milliliter. Das ist dann sowohl eine Color Correcting Geschichte als auch Glowy. Das finde ich geil. Ja. Mit weißer Rose. Das ist cool. Ist hier noch verschlossen? Kriegst du nichts durch? Mache ich auf. Werde ich demnächst mal als Primer austesten. Oh, sehr flüssig, tatsächlich. Also ich weiß nicht, ich glaube, bei Terry hat ja immer so diesen Rosenduft mit drin, ne? Aber leicht glowy. Oh, das ist aber ein schöner Glow. Das war ein Reim, Entschuldigung. Das ist sehr, sehr hübsch. Das ist jetzt neben dem fast abgegangenen Lippenswatch. Sehr schön glowy. Das gefällt mir. Cool. Aber ich würde sowas, ja, das ist nicht so ganz Feuchtigkeit spenden. Ich weiß nicht, ob ich das solo als Primer aufgeben würde oder darunter dann noch irgendwas Feuchtigkeitsspendendes. Jetzt übrigens, wenn ich so an den Fingern reibe, fühlt sich das auch super samtig an. Mega. Die Nummer 4 haben wir hier. Oh.
ich sag immer oh, ne? Also die By Terry Sachen, das ist für mich so richtig High Class, ne? Also wenn ich das so in den Händen halte, so, By Terry. Das hier ist aber ein Micellenwasser. Ja, Micellenwasser und ich sind jetzt auch nicht die besten Freunde. Da sind 30 Milliliter enthalten. Micellenwasser verwenden manche zum Abschminken, manche verwenden das als Gesichtsreinigung. Ich kann, und das sage ich immer wieder dazu, und es tut mir leid, wenn ich mich anhöre wie so ein, ne? Immer wieder, weiß ich nicht, wiederholendes Menschlein. Nach einem Micellenwasser bitte immer nochmal das Gesicht abwaschen, weil die Micellen dürfen eigentlich nicht auf den Hautschichten bleiben, weil die dann komedogen sein könnten und gleichzeitig hautreizend. Also aufpassen. Aber gut, wenn ich mir jetzt mein Gesicht abschminke mit Öl, wasche ich das ja auch nachher ab. Ne? Das ist eigentlich logisch, aber deswegen wollte ich das nochmal dabei sagen. Ja, das ist... Removes, cleanses and hydrates, also das entfernt, reinigt und hydratisiert. Ne? So, jetzt kommen wir mal zu dem Tag vor Nikolaus, zu der Nummer 5. Das ist ein langes Kläppchen. Da stand irgendwie so ein Stift. Oh, schon wieder das O. Es tut mir leid. Soll ich den Titel einfach O nennen? Wäre sinnvoll, wa? Das ist ein Precision Waterproof Black Print. Ein Crayon Cool Terribly. Okay, das ist ein Cool. Kajal. Ja, das hast du jetzt irgendwie ständig drin, ne? Ich glaube, den behalte ich aber, weil das ist von By Terry, Claudi. Ja, scheint eine Full-Size zu sein. Und ja, das ist einfach einer hier zum Anspitzen, glaube ich, ne? Das sieht so aus. Da ist die Spitze auch schon ein bisschen, ne? Weiß nicht. Kritisch, die Frau hier. Bin ja eigentlich kein Fan, aber der ist richtig schwarz, ne? Ich bin nur ganz, ganz vorsichtig hier drüber gefahren. Ja, vielleicht einfach mal eine coole Nummer, wenn ich mal Bock auf Kajal habe. Ein bisschen Back to the Roots Look oder wenn ich mir ein Smoky Eye machen will. Deswegen, ja komm, ist okay. Aber irgendwie in so vielen Adventskalendern habe ich in der 5 oder in der 6 schon einen Kajalstift drin gehabt oder in der 7. Also immer so um Nikolaus drumherum, wo mir einige von euch auch in die Kommentare geschrieben haben, hey, ist das nicht eine mega geile Anspielung auf Knecht Ruprecht? Eigentlich schon, ne? Dann müsste jetzt aber, wenn wir in der 5 schon den Knecht Ruprecht hatten, in der 6 jetzt irgendwas Rotes haben. Wahrscheinlich ein knallroter Lippenstift oder sowas. Mal gucken. Also es ist schon mal Lippenstiftform. Super schönes Packaging. Ich hier so, boah, Mascara Terribly Growth Booster. Also das ist 4 Gramm von der Mascara, die aber gleichzeitig noch ein Wimpernwachstum mit drin hat, was ich ja geil finde, ne? Ist ja echt, das ist so, wenn die jetzt auch nach Rose riecht, ne? Ja, riecht wirklich nach Rose. Ist ein Kunsthaarbürstchen, was so kegelförmig nach vorne zusammengeht, was ich schön finde. Also die wird ausprobiert, das finde ich ja geil. Schön. Ich muss sagen, aus diesem Adventskalender gefällt mir bislang schon ganz schön viel. Ne? Das habe ich nicht immer. Hier sind wir bei der Nummer 7. Also der macht so, wahrscheinlich auch wegen dieser High-Quality-Geschichte, für 175 Euro. Wenn ich da nicht wirklich einen Großteil für mich auch behalten wollen würde, dann würde ich ja wahrscheinlich nachts im Bett liegen und heulen. Weil das habe ich dafür ausgegeben. Ne? Okay, hier haben wir Baume de Rose, ein Lip Scrub. Das ist auch schön, kann ich heute Abend sehr gut gebrauchen. 15 Gramm, das ist ganz schön viel. Ich habe zwar noch das ein oder andere Lippenpeeling da, aber Lippenpeelings sind so, so geil. Wenn du nachher, wenn ich den ganzen Tag gedreht habe, ne, und dann auch viel geredet habe, immer mal wieder den Lippenstift draufgelegt habe und so, und dann abends mich abschminke und ein Lippenpeeling verwende, das ist so eine Wohltat für mich. Und ach, wenn es nach Rose riecht, ne. Ja, ist ja direkt unter der Nase. Das ist ein Traum. Das ist toll. Kommen wir nun zu der Nummer 8. Die ist hier und die soll machen, dass es kracht. Okay, hier haben wir wieder einen von diesen Liquid Lipsticks wohl. Das ist ein richtig knalliges Rot. Die Nummer 10, My Red. Mein Rot. Ja, das ist ein richtig knalliges Rot, ne? Nicht nur, weil er matt ist, sondern... Oh, wobei... Doch, hier steht mal drauf. Okay. Nicht nur, weil er matt ist, sondern auch, weil er rot ist, wird er nicht bei mir bleiben, weil ich habe halt gesagt, ich möchte... eigentlich bei diesen ganzen Adventskalender-Unboxings, die ich hier mache, mich nicht dazu hinreißen lassen, rote Lippenstifte zu behalten, weil sonst habe ich am Ende 100 rote Lippenstifte und das macht keinen Sinn. Ne? Ich habe genug schon. Und jo, deswegen wird er auch weiter wandern. Dieser Adventskalender macht mir Freude. Und jetzt kommen wir zu der Nummer 9. Oh, ein Tiegel oder ein Pöttchen. Wow, das hätte schief gehen können. Ist es aber nicht. Mensch, sind die Sachen hier gut drin, Leute. Okay, ein Compact Expert Dual Powder in der Farbe 7 Sun Desire. Ist das ein Bronzer? Dann finde ich das scharf. Dann finde ich das richtig scharf. Hier haben wir 1,3 Gramm drin. Bitte sei ein Bronzer. Nein! Das
könnte man sowohl als Lidschatten verwenden, als auch als Blush. Das sieht ja geil aus. Das ist so richtig sogar zwei Fännchen, ne? Ein Fännchen im Fännchen. Ich weiß nicht, ob der nach Rose riecht. Kann man sich einbilden? Ich swatch den mal. Also ich werde den als Blush verwenden. Also einmal die unterschiedlichen Dinger und dann einmal komplett, wenn man da mit dem Pinsel halt so durchgeht. Haben wir das jetzt hier auf dem Finger. Das sieht schön aus. Ja, gerade dieses ganz hier an der Außenseite, das Verbundene, was ich dann ja als Blush nehmen würde, sieht voll geil aus. Das freut mich gerade, muss ich wirklich sagen. Ne, als Lidschatten kann man, ne, im Notfall auf jeden Fall das auch noch verwenden, aber das ist nice. Das lohnt sich. So, und hier sind wir jetzt auch erst gerade angekommen beim zweistelligen Bereich. Hier haben wir die Nummer 10. Ein etwas größeres Kläppchen. Das sind übrigens Plastikfläschchen und keine Glasfläschchen, diese, ne? All Over Oil, Baume de Rose Wheel, Nourishes, Comforts and Softens. Ist das auch ein Make-up-Entferner-Öl? Ich weiß es nicht. 30 ml sind hier enthalten. Da weiß ich jetzt nicht genau, was es ist. Ich schreibe es euch mal hin. Also ich kann mir vorstellen, dass es sowohl so ein Body-Oil sein könnte, als auch ein Gesichtsöl. Wobei mit 30 ml wäre das ein bisschen viel wahrscheinlich. All-Over-Oil wird aber auch sagen, dass du das sowohl für Gesicht als auch für Körper verwenden kannst. Und das soll nähren, besänftigen und Komforts pflegen wahrscheinlich. Also deswegen, ist doch nicht verkehrt, ne? Komm, wir riechen nochmal dran. Es wird nach Rose riechen. Ganz dezent riecht es nach Rose. Mega. Hier befindet sich die erste Schnapszahl, die Nummer 11. Hier haben wir einen richtigen Primer. Siehst du, den kann ich dann da drunter machen und dann diesen Glow Primer da drüber geben. Das ist der Hyaluronic Hydra Primer. Ich glaube, den hatte ich schon mal in klein, oder? Hier sind 15 Gramm drin enthalten und der ist Micro Resurfacing, Multi-Zone Base und Invisible Matte Finish. Okay, matte finde ich jetzt blöd, aber gut. Ich weiß nicht, was Micro Resurfacing heißt, macht er mir jetzt ein neues Gesicht. Und Multi-Zone Base, also du kannst es halt überall auf dem Gesicht anwenden. Okay, da kommt so ein... Das sieht so ein bisschen aus wie... Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Sehr trocken sieht das aus, tatsächlich. Sieht aus wie so ein Primer, der dir quasi Porenverfeinerungen machen soll. Riecht auch wieder leicht nach Rose. Ja, das sehe ich jetzt so gar nicht. Aber es fühlt sich so an tatsächlich, als wäre diese Stelle super nass. So fühlt sich das an. Sehr kühl tatsächlich. Mega geil. Und dann mache ich den erst drauf und dann mache ich den anderen drüber. Ne, das wäre eine Idee. Die Halbzeit, die Nummer 12, ist auch wieder ganz schön groß. Halbzeit finde ich auch immer sehr interessant. Was haben wir hier? Eine Handcreme. Ja gut, das ist so ein typisches Adventskalenderprodukt. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht in diesem Adventskalender erwartet, aber sie ist dabei mit 15 Gramm. Das ist diese hier. Die ist halt optimal groß für die Handtasche zum Beispiel, ne? Das finde ich ganz nice. Und die riecht nach Rose. Oh mein Gott. Richtig cool. Kommen wir nun zu der Nummer 13. Wo habe ich die denn gesehen? Da. Okay, ein Kläppchen, was man so aufmacht. Ist auch interessant. Oh, sowas mag ich ja nicht, ne? Wenn sowas in Adventskalendern drin ist, so Sachetproben. Baume de Rose La Crème Visage, eine Face Cream. Hier sind 2 Gramm drin, ne? Das reicht vielleicht für zweimal anwenden oder wenn du es großflächig machst mit Hals und Dekolleté, dass es dann für einmal reicht. Ja, nee, also in einem 175-Euro Adventskalender darf sowas nicht drin sein, finde ich. Die Nummer 14 ist hier und sie ist ganz schön klein, aber auch sowas darf eigentlich nicht drin sein und auch das war ein Reim. Oh. Ja, das ist theoretisch der Pinsel, der dann halt zu dem Blush passt, aber irgendwie auch nicht, weil der sehr hart ist. Sowas mag ich ja eigentlich nicht so gerne, solche Pinsel, ne? Ist schön zum Verreisen und weiß ich nicht, aber... Zum Konturieren kannst du das nehmen, zum Blush auftragen kannst du es auch nehmen, aber... Das in einem 175-Euro Adventskalender finde ich blöd. Mensch, ihr habt so gut vorgelegt. Was ist denn damit jetzt? Gucken wir die Nummer 15 an und hoffen, dass sich das wieder relativiert. Das ist schon mal schön groß. Das ist dekorative Kosmetik. Das ist das Hydra Care Setting Powder mit 4 Gramm. Das hatte ich, glaube ich, schon mal in klein da.
Das ist mir irgendwann ausgetrocknet und sah nicht mehr so schön aus. Dann sah ich einfach nur noch weiß im Gesicht aus. Das darfst du auch nur 6 Monate offen halten. Das ist farblos und soll dann halt auch feuchtigkeitsspendend sein. Ich glaube, das ist auch dieses Puder, was so dieses leicht wässrige Gefühl auf dem Gesicht geben soll. So ein bisschen wie das auch von Becker, ne? Jo. Loses Puder finde ich auch übrigens sehr, sehr schön für unter den Augen, ne? So zum Setten und so mag ich gerne. Jetzt gehen wir mal zu der Nummer 16, jetzt wo der Adventskalender sich wieder halbwegs gefangen hat. Aber hier ist das Kläppchen auch schon wieder so groß, dass ich befürchte, dass hier wieder ein Sachet drin ist oder sowas. Wobei das geht. Okay, das geht tatsächlich, weil hier haben wir jetzt eine Maske drin, das ist okay. Le Masque Éclat de Rose, Glowing Rose Mask, das ja, steht auf Free Sample drauf, wir denken nicht drüber nach. 2 Gramm sind hier enthalten. Das darf theoretisch so nicht in einem 175-Euro Adventskalender drin sein, seien wir mal ehrlich. Aber es ist eine Maske, die du dir einfach auf das Gesicht geben kannst. Es ist halt eine Einmalanwendung. Ist okay irgendwo, oder? Naja, so, Nummer 17. Hier haben wir wieder einen von diesen matten Lippenstiften drin, von den matten Liquid Lipsticks, der aber farblich total geil aussieht. Der passt jetzt mega zu meinem Augen-Make-up. Habe ich übrigens mit der Jolina-Palette mit Lethal Cosmetics eben geschminkt, weil ich habe ein Video von ihr geschaut, während ich hier das so vorbereitet habe. Und das hat mich irgendwie inspiriert und deswegen habe ich mich damit geschminkt. Der ist aber Lip Expert Shine. Das ist nicht matt und das ist die Farbe 12 Gypsy Chic. Und weil ich das so cool finde, mache ich mir den jetzt einfach mal drauf. Wie wär's? Passt auf jeden Fall zum Augenlook. Auch wenn meine Lippen mich jetzt wahrscheinlich dafür hassen, dass ich sie gerade abgeschminkt habe, weil ich das doch etwas rabiat gemacht habe, mögen sie mich gerade für diesen pflegenden Effekt, der da mit drin ist. Und so furchtbar, wie ich dachte, sieht das auch gar nicht aus. Ne? Sieht ein bisschen Barbie-mäßig aus, aber wenn man halt so einen Augenlook hat und das alles sehr monochrom in Anführungsstrichen haben will, passt der schon sehr, sehr gut dazu. Und das ist kein Bappiger, nennt man das so? Kein pappiger Lipstick. Der klebt nicht so zusammen. Das ist ein ganz, ganz toller Gloss, der sich super angenehm gerade auf den Lippen anfühlt. Das ist gerade sehr schön. Also also die Farbe ist, ne, gewöhnungsbedürftig, wie schon gesagt, aber er fühlt sich toll an. Den mag ich. Cool. Werde ich wahrscheinlich jetzt auch mal öfters tragen, ne? Wenn ich so einen Nude-Look trage, ist es, glaube ich, noch viel, viel cooler. Aber so, ich mag's. Gehen wir jetzt mal zu der Nummer 18. Hey, wir sind in der Weihnachtswoche, Leute. Besinnliche Zeit, Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Ja, ist ein cooles Produkt, aber sowas ist nicht mein Produkt, weil ich sowas nicht mag. T2 Tan Face and Body, das ist ein Hydra Bronze Shaker Spray All Over Water Mist mit 30 Millilitern. Ich habe da in meinem Zalando Adventskalender Video letztens auch einen blöden Kommentar zu bekommen, als ich da mich zu geäußert habe. Ich persönlich, ich werde schon wieder unruhig auf meinem Stuhl, ich mag solche Bronzing-Produkte einfach nicht gerne verwenden, weil es passt nun mal nicht zu mir. Mein Umfeld weiß, dass ich einfach auch, selbst wenn ich in die Sonne gehe, nun mal nicht braun werde, weil ich einfach eine sehr schwache Pigmentierung meiner Haut habe, was jetzt überhaupt nicht negativ an die Leute gerichtet sein sollen, die eine etwas dunklere Hautfarbe oder eine dunklere Hautfarbe haben, was ich persönlich beneide. Also ich beneide die Leute darum. Ich kann es einfach nicht, ne? Und wenn ich mir das jetzt aufgeben würde, dann sehe das bei mir einfach nicht aus. Und ich bin da einfach kein Typ für. Das heißt, das wird auch auf jeden Fall weiter wandern, weil ich es halt auch nicht verwenden werde, weil es einfach, ganz blöd gesagt, nicht zu mir passt. Die Nummer 19. Ich bin erstaunt darüber, dass dieser Adventskalender nicht wirklich einreißt. Ne? Das machen die anderen. Aber hey, das ist ja auch ein 175-Euro Adventskalender. Eine Lip Care ist das. Baume de Rose Tinted in der Farbe 2 Sunny Nude. Okay, das sieht mir nach so einem ganz metallischen Ton aus mit 2,3 Gramm. Das ist auch wirklich so ein Stick. Swatchen wir mal. Oh ja. Riecht auch ein bisschen nach Rose. Und den halt so auf den Lippen. Da hast du so einen Schein mit dabei. Finde ich auch ganz nett, ne? Entweder als Topper irgendwo drüber oder als Lippenpflegestift so. Das ist wirklich ein schönes Nude. Sunny Nude passt, ne? Mag ich gerne. Herzlich willkommen im 20er Bereich. Wir öffnen mal zusammen die Nummer 20, die sehr klein ist. Hä? Brightening, Brightening. CC Serum, CC Serum. 7 Milliliter, 7 Milliliter. Glowing Base, Glowing Base. Hä?
Ah, das ist die Farbe gewesen Immaculate Light und das hier ist die Farbe Fierce Sunny Flash. Ah, guck mal, hier haben wir eine andere Farbe drin. Ich habe ja hier schon die Light-Farbe geswatcht für mich, die sehr, sehr gut passt. Das heißt, die hier wird mir dann wahrscheinlich zu dunkel sein, denn 4 ist schon mal sehr, sehr krass. Gut finde ich aber, dass die sowohl eine sehr helle und eine sehr dunkle Farbe reingepackt haben. Denn wenn das wirklich hautton-spezifisch verwendet werden soll, wie eine Foundation zum Beispiel, kann man sich die gegebenenfalls auch einfach mixen, ne? Dass man da auch einfach sich die perfekte Farbe für sich selber raussucht, was ich geil finde. Aber ja, die Nummer 4 wird mir zu dunkel sein. Es sei denn, man nimmt die als Bronzer. Das ist, nee, das mache ich eh nicht. Ne? Die wird weiter wandern. 21. Kurz und schmal. Ombre Black Star. Nummer 4 Bronze Moon. 0,9 Gramm. Cream Eyeshadow, okay. Aber finde ich nett, dass hier auf jeden Fall ein Lidschatten mit drin ist, muss ich sagen. Ne? Ich bin ja eigentlich kein Fan von Creamy Eyeshadow, aber ich habe letztens ja auch den von Charlotte Tilbury verwendet und da war der echt gut. Und ich denke, wenn ich eine höhere Marke habe, dann wird das auch funktionieren. Deswegen werde ich den auch mal behalten und einfach mal ausprobieren. Gucken wir mal, wie viel Produkt drin ist. Nicht viel, ne? Das ist relativ wenig. Wenn man das jetzt im Alltag wirklich täglich verwendet, ist der auch ruckzuck leer, denke ich mal. Oh, schön. Habe ich jetzt hier einfach mal einen Strich geswatcht. Dann werde ich den jetzt gleich mal kurz mit meinen Fingern verblenden. Auch den einfach mal so aufs Lid. Sehr dezent. Kann ich mir für den Alltag wirklich gut für mich vorstellen, tatsächlich. Weil normalerweise trage ich ja im Alltag, wenn ich zur Arbeit gehe, nicht wirklich viel Schminke. Ne? Also ich habe eine Mascara drauf, manchmal mache ich mir auch einen Eyeliner drauf. Aber ich arbeite einfach in einem Bereich, wo nicht so unbedingt man top gestylt zur Arbeit kommen muss, sage ich jetzt einfach mal ganz salopp. Und deswegen, ja, aber wenn ich nach Hause komme, schminke ich mich halt tatsächlich. Und um vielleicht die beiden Welten mal etwas mehr miteinander verschmelzen zu lassen, kann ich mir ja tatsächlich mal das gönnen, oder? Das probiere ich mal aus und dann gucke ich mal, ob er mir in die Fältchen kriecht. Ich hoffe nicht. Jetzt sind wir schon bei der letzten Schnapszahl. Hier ist die Nummer 22 und hier ist auch wieder so ein Tiegel oder sowas drin, weil das wieder ein rundes Kläppchen ist. Komm raus. Oh, das ist aber groß. Oh, oh mein Gott. Was haben wir denn hierbei? Eine Lippenpflege. Warum macht man so ein Riesenpöttchen mit 10 Gramm Lippenpflege da rein? Warum? Oh Mann, das finde ich jetzt schade, ne? Aber gut, wird verwendet. Es ist ein Milchglas-Ding hier, ne? Also, unglaublich. Riecht wirklich angenehm nach Rose. Also bei Terry ist schon sehr, sehr parfümiert, ne? Aber das werde ich dann verwenden, wenn ich den nächsten aufhabe, also leer habe. Und das kann ich mir gut vorstellen in meinem Badezimmer oder am Bett oder so. Ich mag das nicht gerne, solche Produkte für unterwegs mitzunehmen, weil ich habe ja unterwegs nicht immer die Möglichkeit, die Hände zu waschen, ne? Und unterwegs nehme ich gerne einfach einen Stick. Und das kann ich mir dann vorstellen für am Bett oder eben im Badezimmer. So, die Nummer 23 ist der Tag vor Heiligabend. Und da haben wir jetzt wieder so ein cooles Ding drin. Also die sind wirklich von der Größe her auch immer, das ist alles sehr harmonisch, ne? Finde ich ganz cool gemacht. Das ist ein Bifas Make-up Remover. Jo, 30 ml sind hier enthalten. Und das hat einfach zwei Phasen. Das sieht man auch, ne? Muss man erst schütteln, dann macht man sich das eben auf die Augen oder sonst irgendwo hin und kann das dann wegmachen. Removes, Comforts und Hydrates, das finde ich nett. Ist auf jeden Fall für mich besser geeignet als ein Micellenwasser. Kommen wir zum Highlight des Ganzen, die Nummer 24, ne? Das ist schon das letzte Kläppchen, Leute. Das ist hier und das ist ganz schön, weiß ich nicht, es ist irgendwie klein, aber es ist lang und schmal. Was wird da drin sein? Ich weiß es noch nicht. Ihr seht mehr als ich. Das hat sich alles voll gereimt, Leute. Das ist voll krass. Aber ich sehe schon ein Auge abgebildet. Das sieht schon mal sehr, sehr krass aus. By Terry, Lash Expert Twist Mascara. Wie Twist Mascara? Verstehe ich noch nicht so ganz. Hier oben ist auch 1 und 2 abgebildet. Wenn man das dreht. Hä? Warte mal, ich nehme die mal raus und dann gucken wir mal, was die damit meinen. Hier ist die Mascara. Das ist ein Kunsthaarbürstchen. Sehr, sehr lang. Sieht ziemlich cool aus. Ist auch parfümiert. Und jetzt twiste ich das mal. Wie rum muss ich das denn twisten? Nein, wie geil! Okay, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber... Ich halte das mal so. Macht er das? Weiß ich nicht. Ich halte das vor mein Gesicht. Geht das? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wenn ich hier unten drehe,
nach andere Richtung, genau. Dann dreht sich dieses Bürstchen und das kannst du bis auf diese maximale Drehmöglichkeit, geil, kannst du das drehen. Und das eine macht dann quasi Länge, wenn du das halt ganz normal gerade hast, ne? Das machst du dann in der ersten Schicht drauf und dann kannst du das verdrehen, das ist ja geil, und dann macht das Volumen hammermäßig, also die finde ich ja fancy. Feier ich. In diesem Video kannst du sogar mehr als nur 5 Teile gewinnen, denn ich habe mal ein bisschen was zusammengepackt, das habe ich eben auch immer schon zur Seite gestellt. Das ist einmal dieser Liquid Lipstick, dann habe ich den Liquid Lipstick hier auch nochmal in Rot. Die beiden Proben packe ich euch auch einfach mal mit rein, ne? Also die Maske und die Gesichtscreme. Ja, diesen kleinen, den packe ich euch auch mal mit rein. Ist bestimmt sackenteuer und ich weiß das Ding mal wieder nicht zu schätzen. Dann das CC Serum in 4 Sunny Flash. Dann den T210 Face and Body, dieses Bräunungsgedöns. Was übrigens noch Schimmer mit drin hat, wie ich hier gerade sehe. Das muss man auch noch schütteln. Und dann hat man richtig auch Schimmer mit dabei. Okay. Und das Micellenwasser. Ne? Die Produkte könnt ihr in diesem Video gewinnen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Du solltest auf jeden Fall Abonnent meines Kanals sein. Das bist du entweder schon oder du wirst es hier, da unten. Kannst du klicken. Ja. Und natürlich einen Kommentar schreiben. Guck in der Infobox vorbei. Da steht alles nochmal drin. Und jetzt schauen wir nochmal eine kleine Fazitgeschichte zu dem Adventskalender. 175 Euro. Puh, ja, aber es ist auch eine sackenteure Marke. Also ich denke schon, dass wir hier einen krassen Wert drin haben werden, aber ob wir wirklich, ja, wir werden 175 Euro erreichen. Das ist jetzt nicht so wie bei dem, weiß ich nicht, Gucci oder so Adventskalender, der ja so furchtbar abgelost ist, aber ich glaube, der hier, der erreicht schon seinen Wert und der übersteigt ihn auch. Wir haben ja auch einen schönen Einblick in das Sortiment bekommen. Wir haben tolle dekorative Kosmetik bekommen, was mich sehr, sehr freut. Aber auch ein bisschen Pflege, einfach mal so zum Testen. Also ich finde den schon cool, aber für 175 Euro ist es echt ein Pappenstiel. Und da muss man einfach selber entscheiden, ob man sich das gönnen möchte oder nicht. Aber wie gesagt, zum Reinschnuppern ist es eine schöne Kiste. 175 Tacken ist eine Stange Geld. Und das war's jetzt auch von mir. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!